gewinnen. Das der so beste Anfang ever. Miro, wohne alles. So ich mich. Ich sterbe. Tschüss. Miro wird als Frau gesehen und Miro ist jetzt das für Miro viel zu viel. Ich habe auch gedacht, Pet wäre eine Frau. Ein Mann. Er hat ja auch ein männliches Profil. Ja, aber er wollte ihn ja nicht irgendwie so anfragen. Ja gut, er hat es ja auch am Ende nicht getan, aber trotzdem. Es ist kein er, es ist ein sie. Ja. Wir rufen dir um Hilfe. Sagen immer er. Für mich ist es egal, ob er oder sie eine sie oder ein er ist, aber wenn man dann erwähnt, dass man dachte, er wäre ein anderes Geschlecht, dann denke ich so, Ich komme als Trio, ich hab's nicht ausgehalten. Wenn er das Video dann sieht, denkt er sich so, ach du Scheiße. Kann eh kein Deutsch. Will der sterben? Blond? Ich komme als Trio. Ich lege mich dann hin, dass mich keiner sehen kann, okay? I'm not even here. Ich will nicht mehr. Will der sterben? I'm not sure. Ich weiß nicht. Er tut so. So sterben wollen. Ich hoffe, der ist nicht hier. Ich hoffe, der fliegt nicht ja auch nicht weg. Droh mal. Was ist das für ein Typ? Wunderte sei. Ja, der will sterben. Ich denke schon. Hey. Ich sehe die extra. So. Macht nichts. Der will dein Gesicht anknabbern. Ja, ich hab ihn jetzt getötet. Ey, Black! Petwood! Geh da weg! Geh weg! Oh, Mann, ey! Pet läuft hier schon die ganze Zeit rum. Oh, Wahnsinn. Ja, gerade ist der Polizist weg. Alles klar. Polizist ist noch da. Polizist! Hier ist Polizist. Unser Onkel ist geschrumpft. Ich habe mal angenommen, dass er sterben wollte. Ja. Ja, hab ich auch. Der eine Raptor hab ich auch gedacht, der will sterben, aber... Schnell hinlegen, er sieht mich nicht. Welcher Typ? Nix. Welcher Typ meinst du denn? Jetzt sag doch mal. Nein. Doch. Nein. Doch. Oh Mann, Miro, du bist wirklich eine Weib. Echt? Ja. Ja. Das weißt du doch, dass ich so bin. Weißt du, ich wäre froh, dass ich als Mann gesehen werde, nicht als Junge. Herr Junge, weißt du, 17 Jahre oder ich wollte auch nicht als Frau oder auch... Ich wollte, wenn er nur als Frau zeichnen. Gut, er ist weggeflogen. Warum? Tragex, ich mach mit Tragex. Tragex, wir sind jetzt unendlich Kumpels. Unendlich Kumpels. Endlich Kumpels. Unendlich Kumpels. Unendlich Kumpels. Endlich Kumpels. Mir eine angepickt. Wieso ist meine Hand ist das blutig ist das drin, und ich hab. Ist das drüben. Ich kann nicht mehr. Ey! Ich ziehe aus. Tschüss. Ich werde hier angepickt. Einfach einbissen und er ist einfach tot umgefallen. Ja, ich würde mal sagen, wir kriegen nicht mehr, ne? Einbissen und du bist weg. Exakt wie eine Frau, dann passt das nicht. Was? Hat hier einer gebissen? Nee, den hab ich nicht. Gut. Was schreibt der eine hier? Hä? Ich werde noch rumschleichen, Alter. Gute Nächte. Dann ist er weggegangen. Was schreibt der? Nee, mich hat einer privat angeschrieben. Ich weiß nicht, was der will. Hm. Ich weiß natürlich auch nicht, was der will. Ich seh's ja nicht. Wieder mit jemandem genauer schreiben. In diesem Server. Nie wieder.
Miro, lese einfach mal. Ich brauche Info. Was denn? Wo? Ich hab dir doch in Skype was geschickt. Ein Skype? Achso, ich hab das. Das blinkt doch normalerweise auf. Ja, bei mir nicht so. How to beat a Hyper T-Rex. Also wie man ein Hyper T-Rex wird. Also der große Tyrannosaurus. Gibt's noch nicht. Gibt's noch nicht im Angebot. Okay, ich spiele jetzt so, als ob es die Person nicht gibt. So. Als ob es die Person nicht gibt. Alles klar. Voll ignorieren hier. Ja. Taxi. Was? Was? Ach, nix, du Frau. Ich werde dich jetzt den ganzen Abend moppen. Nein. Doch. Du mich? Ja, Frau. Frau Miro. Frau. Frau Miro. Frau Miro und Doshi. Kommen Sie bitte her. User disconnected from your channel. Alles klar, wir sind hier nicht im DS. Ich hab gar nicht angefangen. Nee. User connected to your channel. Nein. Doch, connected heißt doch, dass ich da herkomme. Ja, das weiß ich auch. Sind sie trotzdem nicht im TS. User disconnected from your channel. Ja. Picken hier schon wieder Leute rum? Keine Ahnung. Aha, User doch da. Ja, ich hab dich verarscht. Oh, du hast mich verarscht. Das hab ich ja gar nicht mitbekommen. Ja, dachte ich mir auch. Kani hängt an meinem Bein, ne? Yep. Oh. Ja, aber wird's doch normal, oder? Wenn er Wer hat er jetzt schon wieder geschnappt hier? Das ist dieses Idioten-Idiot. Idioten-Idiot? Dieser, wie heißt der? Happy Atom. Das ist ein Quetzel. Happy Atom. Der Shanto rastet durch. Alter, der pickt uns am laufenden Band. Mir Werde. Reicht es jetzt. Was ist denn ein Typ? Happy Atom hat so ein blaues Smiley und weißes Bild. Okay. Ich blut ja schon am Rand. Er greift immer noch an. Ja. Wie ein Verrückter alles? Ja, er pickt alles. Auch den Bronto hat er jetzt angesetzt zu picken. Oh ja, den gibt's nicht mehr. Ist ausverkauft, der Typ. Mann. Die kriegen aber alle den Pronto. Ja, weil schon wieder der verdammte Admin weg ist. Ich bin doch noch da. Ja, als Trio. Mein Gott, dann komm ich. Ey, wir sind nur hier die. Hier. Jetzt denken alle, Chaos, Trio wurde getötet. Ja, was ja du. Kann ich ihn fressen? Ich will ihn fressen. Ich hab ihn gefressen. Ach man. Ist noch da. Ja, er zeigt mir aber nichts an. Alter, ist das schwierig, einen Trio zu fressen. Ja, die sind schon halt klein. Jetzt will ich den perfekten Winkel treffen. Oh. Perfekter Winkel getroffen. Ist er weg. Der Bronto ist aber auch nicht dumm, der stellt sich auf ruhend und dann hält er sofort wieder hoch. Ja. Meine Güte. Da sind schon wieder neue drin. Hä? Pet geht. Okay. So. Da habe ich ihn neu eingefügt. So.
Was sagt denn der schon wieder? Ich bin auf dem Service beschäftigt. Irgendwelche Kommentare? Genau. Beschäftigt. Ich habe in einem Server gesehen. Ich möchte ihn auf meinem Server haben. Habt ihr irgendwelche Commands? Nö. Ich schreib schon. Ich habe keine Commands. Das ist mir nicht bekannt. Schreib das. Wahrscheinlich haben da die anderen Scheiße gelabert und die Entwickler waren da auf dem Server und haben das halt eben dann verzappt. Oder es könnte sein, dass sie, wenn sie den Dedicated Server haben, dass sie vielleicht die Möglichkeit dazu hatten. Das vielleicht genauer einzustellen, weil da kann man ja mehr einstellen, weil da öffnest du ja das ja offscreen, da kannst du es ja theoretisch reinmachen oder reinprogrammieren. Mit einer Start.bat-Datei, also mit einer ausführbaren Datei. Kann sein. Keine Ahnung, ich habe keinen Plan von der Materie. Vor allen Dingen, dass ich das. Da ist ein neuer Rex. Bitte bewahre mich. Wie ich gerade hier wieder Sachen mache. So. So. Was? Alter, dir speisen die Quetzeln. Ich glaube, es hackt. War die ganze Zeit ruhig und jetzt kommen die Quetzel natürlich an, ne? Ich hoffe, da waren sie bitte. Der eine will mich schon wieder anspringen. Ah, die Queste schlagen ihn schon. Im Sauser? Ja. Ja, einer hat hier jetzt im Himmel geblutet. Wahrscheinlich haben sie, picken sie schon auf ihn ein. Bin mal gespannt, was der schreiben tut. Da kam tatsächlich einer von der Schiller und hier drauf. Ich glaube es nicht. Oha. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Ah. So. Der hat, sagt nicht schon wieder einer, der keine Ahnung von dem. Miro, wir brauchen wieder Futter. Ich weiß, ich sehe es schon. Schreiben schon alle. Jetzt kommt meine Mannesseite raus, immer Futter. Hier hast du dein Futter. Ja. Weißt du sofort ja schon. Hier hast du dein Futter. Gleich kommt das nächste Futter. Wer will? Ich will beißen. Ich will beißen. Nein, ihr meckert. Ihr meckert. Nein, nein. Ich töte ihn. Ihr meckert. Ich dauert an. Ihr meckert dauernd. Wer meckert an? Hä? Wer meckert denn an? Ihr meckert immer erste Frau. Ich darf das jetzt die ganze Zeit anhören. Nein, darfst du. Ich bin schon längst durch. Ja, jetzt bist du immer total durch, ja? Ich bin jetzt durch mit dem Thema. Der andere schreibt, kann mal jemand dem antworten? Also ich hab's jetzt schon überlebt nach der ersten Peinlichkeit. Das war. Cool. Der Boss ist ja keine Sorgen zu machen. Das war. Und darf dann nicht hier umbringen. Das ist voll gemein, wird mich voll abgelenkt. Das ist Mobbing. Genau. Hat mich schon drei weg. 4 Kills mehr! Ich glaube, es hockt ja. Komm mal nochmal als T-Rex. Ich weiß. Ich weiß es doch schon. Da kann Lili zuhauen. Ich würde nicht deswegen kommen. Es sind so viele da, die brauchen eh Fuß. Ja. Das sind. Ja, doch.
sind 46 Leute wieder da, also jetzt sind wir langsam wieder auf unserem Höhepunkt. Oh, auf unser Höhepunkt. Jetzt sind ganz schön viele wieder hier. Du gibst es. Ich kann mir vorstellen, dass es so offen ist, Server wahrscheinlich. Ist auf diesem Server so. Im Spawn Lake alles recht chillig und wahrscheinlich ist überall neben dem Spawn Lake die organisierte Mafia. Die organisierte Mafia. Ich sitze da so hinterm Berg und so, jetzt greifen wir an, Leute, jetzt greifen wir an. Und wir warten, bis jemand kommt und dann töten wir den hinterher. Warum beißt denn der eine hier jeden? Wer ist denn der Typ? Ach, weil der Raptor sich an den gehängt hat. Alter, spinnst du? Aua, danke, Lilly. Tut mir leid. Warum tötest du mich immer am laufenden Band? Das ist... Hallo, du bist immer mittendrin. Ich wollte dir helfen, du hättest dich getan. Und, weißt du? Ja, wo bin ich jetzt gelandet? Tut mir leid. Der hätte dich eh getötet. Nein, hätte er nicht, weil ich hinter ihm war. Wahrscheinlich wird er mich jetzt töten, weil er hier gespawnt ist. Verdammte Scheiße. Und ich kauf den Lilly an. Ja, jetzt haben was? Nee, Quatsch. Was? Lilly blutet, kommt näher. Boah. Mehr geht. Wo ist dieser Scheiß? Und da bin ich Todo Mann. Lilly stirbt auch gleich. Das gibt's doch nicht. Mutung. Freeze. Das war ein Lego-Mann. Ich glaube, jetzt mag mich keiner mehr. Ich habe hier Massenveranstaltung. Ich habe viele Leute. Der hat durch die Masse gebissen, der Idiot. Ja, okay, und ich habe 4 auf einmal umgebracht. Die gucken mich jetzt alle wie bestimmt so. Was? Ja, ich hatte mich ja vor 4 gekillt. Ja, der hat mir das aggressiv. Irgendwann steht so in der Steam-Gruppe Admin Lilly ist nicht so friedlich, wo sollen sie raus wollen? Alter, ich stehe doch eigentlich schon unter Beobachtung wegen Gymnastik. Genau. In bestimmten Bewegungen. In bestimmten Bewegungen, an bestimmten Menschen. Oh Gott. Ich bin ein Pokémon mit der VM-Surfer. Ich fang dich. Ich komme. Geh mir. Steht jetzt alles voll weit von mir weg. Geh mal hin. Ich trau dir nicht meinen Arsch zu. Geh weg von mir. Okay, die haben keine Angst vor mir, das ist gut. Vegeta ist auf dem Server. Alter, warum bringt ihr euch denn jetzt hier alle um? Ich hab einen großen T-Rex bei mir und ich hab Schiss von dem. Wie heißt denn der? FHW hat so lila pinkes Bild. Der eine wollte den nur umbringen, weil. Wo bist denn du? Ich komme langsam zu den Ruinen. Ich komm dir mal entgegen. Ne, einer muss ja am Spawn Lake bleiben und aufpassen. Stimmt. Ja, bin ich doch. Ja gut. Miro ist doch hier. Nee. Der schafft es auch mal kurz ohne mich. Yep. Außerdem haben die jetzt eher Angst vor mir. Wie hat die Miro gestern bei Godzilla gesagt zum Laser? Final Flash! Ja, das hat Lilly mit mir gemacht. Final Flash! Das passt doch. Du hast einen Final Flash gemacht. Wie geht er? Alles klar. Wusch. 4 auf einmal. Final Flash! Ich habe einfach einmal reingehauen. Ja, das geht doch nur mit einer Attacke. Und alles ist dumm gefallen. Hier ist was gestorben. Oh, geil. Oh, komm mal. Wie heißt denn der? Mademoiselle Titan.
die schon Ewigkeiten auf dem Server als Bombe. Die Mademoiselle. Ja, ich muss ja einladen, aber ich bin so Kilometer weit weg und ich traue diesem Ender nicht. Oh, und die anderen coolen Guys. Kommt mir zumindest so vor. Eine gute Gruppe. Wenn Ragix drin ist, dann ist das eine gute Gruppe. Ragix. Ja, ihr. Ja, wenn halt bestimmte Leute drauf sind, dann weißt du, kann man das davon. Wenn bestimmte Leute in einer Gruppe sind, dann kann man davon ausgehen, dass sie aufpassen. Oder dass zumindest die Gruppe gut ist. Das ist Minecraft-Typi. Creeper Gaming. Ah, den können wir ja erstmal lassen. Solange er nicht die Party sprengen. Bitte sprengen. Ich hab die Party schon gesprengt, ich hab alle umgebracht. Ja, aber er ist ein Creeper. Er kann es anders sprengen. Okay. Ja. Wegen so viel ist mein iPad kaputt. Alter, ich hab mich erschreckt. Also wenn sie jagen tun, dann nicht am Spawn legt, ne? Ja, die tun das dann nicht am Spawn legt. Aber wenn da immer so ein paar bestimmte Dinger so da sind, dann kann es auch sein, dass sie sich. Ey, Vogel! Du kannst ja so denken, wenn sie in der Nähe von Klippen sind, die Leichen, dass sie sich eigentlich nur umgebracht haben. Oder vielleicht hat die Mafia dann sie da hingetragen, nur damit wir denken, dass sie sich selbst umgebracht haben. Ja, genau. Die Mafia befindet sich bestimmt in der Ruine. Ich bin mir fast schon sicher. Zu Gruppen treffen, so, Alter, die geht jetzt da hin, Rolle fertig. Also wenn das so theoretisch funktionieren würde, dann gibt es irgendwann so ein Server-Teilbereich, so irgendwo eine Steam-Gruppe, so die Mafia von unserem Servernamen. Ja, Mafia. Und dann machen die dort ihre dreckigen Geschäfte und bereiten sie vor. Das ist der Kevin hier, der Admin und sagt so, Alter, wir machen jetzt den kleinen Trio fertig. Und die angeblich guten hier, das sind nur die Aufpasser, die gucken nur, ob wirklich die Admins hier bleiben und dann geben sie denen Bescheid, weißt du? Hier, genau. Hier weiß ich Bescheid über die Verschwörung. Ich bin bei lauter Wetzels, Alter. Wir haben's rausgefunden. Jetzt kann man diesen Part nennen, die Aufdeckung die Mafia. Der Verschwörungen. Verschwörung der Mafia. Genau. Ja, das riecht man meilenweit auf diesem Server, dass hier überall nur Verbrechen und Kriminalität liegt. Genau. Ich habe eine T-Rex-Nase. Ihr habt doch die Quetzeln bei euch, ne? Ja, größtenteils. Sie sollen einfach nicht wahllos in der Luft bei anderen rumpicken, das kann zu Panik führen. Naja, ich bin einfach weitergelaufen. Hallo. Hi. Ja, seht euch. Wir stehen nebeneinander. Wir sehen uns nicht nur. Ich benutze mal meinen Scouter und fluche nach euch. Da drüben sehe ich euch schon. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Oh, voll. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, ciao.